Hallo meine lieben, coolen, süßen, verrückten und oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt, denn ich darf heute nämlich den Henning die Haare färben. Und er weiß nicht, welche Farbe es wird. Freust du dich? Nee, verdammt, mich da eingelassen für eine Scheiße, ey. Musst du durch? Nee, Musik nicht. Doch. So, jetzt müssen wir, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Was ist das denn? Henna zum Aufhellen. Du verarschst mich, Alter. Nachher habe ich hier keine Haare mehr auf dem Kopf. So, komm her, wir müssen erstmal Vaseline machen. Ah, wohin? Na, da zum Ansatz. Au! Ja! Ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Ey, da kriegst du nicht eine Haare. Bitte her jetzt. Brech es jetzt ab. Ich brech es jetzt, ja. Komm her. Boah. Ja, wenn ich das nicht mache, dann hast du die überall. Ich dachte, wir haben die Vaseline für Asial. So, sie können sich ausziehen und unten rum frei machen. Oh! Oh! Ding! Was ist denn bitte? So, Achtung, es geht los. Oh Gott, ich weiß nicht, was ist das? Ich will das nicht. Komm, was ist her? Du hast gesagt, wir machen das. Jetzt kann nicht jemand das machen. Nimm mal bitte irgendwas, was gut riecht. Mach mal ein Fenster auf. Nee. Oh nein, das Fenster geht nicht mehr zu danach. Oh. Du hast jetzt nicht echt den Fenster aufgeklappert, danach nicht mehr zugeht. Mein Handy ist doch ganz komisch unten offen. Was hast du denn? Handy, mach mal bitte. Wolltest du die Haare färben? Mach mal bitte. Mann, ey. Dann mach die Balkontür auf. Au! War ein Spaß. Ich bin erschrocken. Das war voll gemein. Henning, ich muss das alles machen. Das geht sonst nicht. Nee, du kannst nicht alles machen. Es geht nicht. Du kannst mir nicht in die Kopfhaut. Das geht nicht. Henning, dafür kann ich nichts, wenn du so mal abrasierst. Wie sollen das aussehen? Mann, mach was du willst. Mach was du willst. Mir egal. Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Kopfstuhl halt. Egal. Ich bin allergisch. Oh, du hast die falsche Dosierung gemacht. Gar nicht. Alter, das juckt über. Anna, halt dir nicht aus. Halbe Stunde. Halbe Stunde seit? Halbe Stunde. Alter, das brennt. Das juckt und brennt. Boah. Mach mal nochmal mit den Handschuhen. Ich kann nicht. Nein. Anna. Den Wecker. Ja. Oh. Das bleibt jetzt eine halbe Stunde drauf. Ja, hast du einen Wecker? Die haben, bei dem Friseur haben die immer so einen Wecker. Haben die? Ja. Ja, bei deinem Friseur, der ist ja auch blöd. Nein, ich gucke auf die eine halbe Stunde. Oh, und du gehst in der Zeit nicht zum Spiegel. Ja? Bis dahin, bis dahin. So, wir gehen an eingemachte. Die werden mit Eclair Schadenlöscher. Du hast einen Schaden. Ja, den kann man aber nicht mehr löschen. Ja. So, jetzt guckst du ganz langsam in die Kamera. Aber eins, zwei. So, dann hatte ich da hinten. Ist doch egal. Ich darf's doch nicht sehen. Mach doch was, wenn du gar nichts änderst. Ich hab's jetzt gesehen. Oh, fuck. Sieht denn scheiße aus? Sieht aus wie Gold. Ist aus wie so ein Manga. Ist so ein Psycho-Teenie. So ein Psycho-Teenie. Ja. Boah, und jetzt geht's an die Farbe. Ja. Oh, die armen Haare. So, willkommen zurück. Fahrenurlaub ist mein Name. Hä, wo ist das ganze Sushi dort hinten? Ja, ne. Können wir das nicht jetzt schon essen? Ich will es nicht essen, du machst jetzt meine Haare und dann essen wir das. Ich bin nur wie Sau, ey. Ich bin so aufgeregt, Anna. Stell nicht meine Hand an meinen Puller. Ernsthaft jetzt? Ekelhafte. Ich bin so aufgeregt. Übrigens, Leute. Du hast geguckt? Nee, ich gucke nicht. Ich habe die Augen geschlossen. Henning, hör auf. Übrigens, Leute. Nein. Ich habe die Augen wirklich geschlossen. Ich habe am 17.05. Geburtstag. Wollte ich nur noch mal so mitteilen, ja? Bist du jetzt langsam mal fertig? Ich hab Hunger. Ey, sie massiert mir das Zeug jetzt da schon in einer Dreiviertelstunde ein. Und die nimmt einfach kein Ende. Nee, ich hab Angst, dass ihr seid kurz. Und ich gucke übrigens nicht in die Kamera. Ich hab meine Augen zu und ich sehe nur helles Licht. Hör auf, in die Kamera. Auch nur dein Gesicht an der dahin bitte. Hallo. Henning, bitte. Ja, Henning. Ich meine das jetzt ernst. Warum denn? Henning, ich möchte das. Aber bist du denn von der Heule so? Dass du da in Verlegenheit kommst, reinzugucken. Nee, ist so langweilig sonst. Bin ja nicht du. Ich bin jetzt noch eine halbe Stunde drin und dann nochmal ausspülen. Dann sind wir fertig. Wir essen jetzt Sushi. Danke. Oh, ich dachte gerade, du hast reingeguckt. Nein, ich hab wirklich ja. Ist nice. Leute, ich hab ihm die Haare gewaschen. Es ist vollbracht. Es
Kunstwerk ist vollbracht. Henning hat es noch nicht einmal gesehen. Er weiß nicht, was er für eine Farbe auf dem Kopf hat. Und wir machen jetzt bei drei das Handtuch weg. Wie fühlst du dich? Scheiße. Oh mein Gott. Was sprichst du mir bitte eins, du machst nicht mit mir Schluss? Nicht weiterhin? Sag das. Also wenn pink ist, dann mach ich Schluss. Ich bin auf Monster, ne? Ich will nicht sehen. Mach ab. Scheiße. Was ist das denn? Ey, das sieht ja so mal so scheiße. Das sieht so scheiße aus. Das ist ohne lustig eigentlich, Anna. Ey, das macht mich so weit vom blass. Ich sehe aus wie eine Leiche. Boah. Oh, ich weiß schon. Und? Ja. Ey, das sieht so kacke aus. Hättest du mal doch nur Omi gemacht, wa? Guck mal, jetzt nur Omi macht dann nur den. Aber dadurch, dass sie selten gemacht hat. Sieht aus wie ein Punk sonst. Aber es ist kein Pink. Ja, aber so ein Schwuchteltürkis. Eigentlich wollte ich das viel heller haben. Ich weiß nicht, warum das so dunkel geworden ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Das musst du. Deine Arbeitskollegen werden sich morgen freuen. Ja. Du siehst aus wie eine Manga-Figur. Und viel jünger. Wie sehe ich aus? Sagt mir mal bitte unten in die Kommentare, wie ich aussehe. Das ist so schlimm, es ist nicht mal eine Tönung. Es ist eine Haarfärbung. Es ist gefärbt. Den Kuss? Nee. Für das Kunstwerk, ich will einen Kuss Nein. haben. Bist du jetzt bockig? Ja. Echt jetzt? Bist du bockig? Ja. Gar nicht. Doch. Jetzt kein Kuss. Schüttel deine Hand. Komm. Mir leid, Baby. Mach's gut. Tschüss. Aber ich lieb.